Seinen Schatz hat Jens Pascal Lüders im Kühlschrank verstaut. Über 250 Gramm echte Sommertrüffel. Die kommen nicht vom Wochenmarkt, sondern aus dem eigenen Garten. Eigentlich wollte der 24-Jährige nur den Gartenweg verbreitern. Doch dann stößt er auf ein schwarzes Etwas. Ich habe es für Dachpappe, für einen Teerklumpen, für irgendwas gehalten. Meine Freundin sagte auch direkt, ich soll es wegwerfen. Es wäre nur Müll. Zum Glück wirft er seinen Fund nicht weg, sondern gräbt sorgfältig alles aus, denn er vermutet, dass er eine kleine Sensation gefunden hat. Ich habe dran gerochen und es roch pilzartig, leicht nussig, also ein leichter Knoblauchgeruch. Jens Pascal Lüders ruft den Pilzspezialisten Dieter Gewald aus Dietzenbach. Der kommt sogar extra nach Frankfurt, um die Pilzbeute zu begutachten. Ich erkenne die Sommertrüffel einmal an ihrer dunkelbraunen Farbe, an den etwas pyramidenförmigen Warzen und vor allen Dingen im Anschnitt. Trüffelfunde sind in Hessen eine echte Seltenheit. Genau vor 2 Jahren im Juli hat Josef Penner in seinem Garten in Frankfurt-Eschersheim Sommertrüffel gefunden. Damals hat auch Dieter Gewald die Echtheit der Trüffel bestätigt. Ich würde ehrlich gesagt den Frankfurter Bürgern, die einen Garten haben, mal empfehlen, danach Trüffeln zu graben. Trüffel kennt man eigentlich aus Italien oder Frankreich, wo sie von speziellen Trüffelhunden gesucht werden. Wie die Trüffel in Frankfurt wachsen konnten, da hat der Experte auch nur eine Theorie. Trüffeln sind von Wildschweinen gefressen worden. Und die Verbreitungsstrategie des Pilzes ist, über den Kot der Tiere den Pilz, die Sporen zu verbreiten. Pascal Lüders hat nun über 250 Gramm Trüffel. Für Kenner haben die einen Wert von fast 300 Euro. So was Kostbares hat er bisher nur einmal gegessen. Wer findet schon mal Trüffel im Garten? Das ist natürlich schon mal die eine Sache. Das ist das Letzte, womit man rechnet, wenn man irgendwo ein Loch aushebt. Und der Nutzenfaktor ist natürlich auch eine schöne Nebensache. Wir haben jetzt am Wochenende auf jeden Fall schön was zu verköstigen. Wir können unsere Gäste immer schön bewirten und die Nachbarn werden sich auch freuen. Wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr Trüffel im Garten von Jens Pascal Lüders. Doch den ganzen Garten will er trotzdem nicht umgraben.